Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge in 2023. Ich hoffe, ihr habt alle gut angefangen. Warum ich so viele Videos raushaue zurzeit? Ich habe halt noch so viele alte Aufnahmen. Was heißt alte Aufnahmen? Aufnahmen vom letzten Jahr noch, Ende letzten Jahres. Und die haue ich jetzt halt einfach raus. Ich fange morgen am 2. fange ich wieder an zu arbeiten. Und dann gibt es schon wieder neue Aufnahmen. Und dann irgendwann hänge ich so weit hinterher und darum haue ich die jetzt alle raus. Ein Teil davon werde ich vielleicht auch nicht zeigen. Ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt und hatte damit am Anfang massive Probleme. Ich habe mindestens anderthalb Tage aufgenommen ohne ein Fitzelchen Ton. Diese Aufnahmen werde ich in die Tonne drehen, vermute ich. Gleich an der Baustelle. Und wie gesagt, ja, jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Ebensweiler runter an den Tunnel. Denke mal, das auf die andere Seite, wo die Brücke gebaut wurde. Da hole ich einen R922 und der geht auch zurück auf den Hof. Steil, wie ich gedacht hatte, oder wie ich es in Erinnerung hatte, könnte auch klappen. Thank you.
Stelle hier bin ich. Einfach scheiße, du siehst. Die Kette vorne nicht. Auf der linken Seite. Hier drauf.
verladen, warum der so umstehen muss. Auf dieser Seite, quasi rückwärts fahrend, sind die Fahrmotoren. Ja, und die stehen halt so weit raus. Deshalb immer rückwärts drauf fahren. Die passen dann hier sonst nicht rein. An der Seite selber. Nur darum. So, mal jetzt mal die Ketten dran und ein bisschen sauber. Dann rolle mal heim.
rüber in den Hof, in die Werkstatt. Steht unser 936 drin. Komme ich da noch durch? Ich hoffe doch. Den hole ich raus aus der Werkstatt, stelle den hier rüber und dann, keine Ahnung, werde ich den Rabotivlader hoffentlich abstellen können. Rambotieflader ab. Häng meine. Na komm. Häng meinen Vierachser drauf. Mein Vierachser Tiefbett. Dann hänge ich meinen Dolly dran. Dolly stelle ich dann auf mein Tiefbett. Keine Angst, filme mir alles. Und das nehme ich dann morgen früh. Morgen früh fahre ich dann nach Wittlich hoch in dieses Bombogen. Und auf dem Weg dahin stelle ich in Weilerbach mein Dolly ab. Und dann fahre ich den Bagger. Wirklich, der geht nicht zurück nach Frankfurt, sondern der geht nur, in Anführungszeichen, nur zur Liebe.
Hubbett breit bauen und den 490 vorladen. Ein Problem war, dass ich unter dem Tiefbett den Holzklotz noch liegen hatte. Das war mein Problem. Deshalb bin ich da nicht richtig drunter gekommen. Ja. Egal, ich hab nichts drauf. Sorry, Mirsa. Ich hab nichts drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn.